Sehr geehrte Damen und Herren, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Shorts-Kanal. Boah, Kanal, das Wort hat sich irgendwie, weiß nicht, gerade ein bisschen eklig angehört, oder? Ich dachte, heute wird es mal ein bisschen nostalgisch und zwar mit meinen alten TikTok-Videos. Eine TikTok-Reihe von mir war es damals, womit ich auch sehr, sehr viele Follower generiert habe und die Reihe komplett viral gegangen ist. Jedes einzelne Video hatte mindestens 1 Million Views, manchmal sogar 3 oder 4 Millionen Views pro Video, war meine Crybaby-Reihe. Ich habe damals Crybabys geöffnet. Das sind kleine Päckchen, wo so kleine verkleidete Babys drin sind. Und mir hat diese Reihe so, so, so viel Spaß gemacht. Und das nicht nur mir, sondern auch euch. Und ich werde bis heute immer noch gefragt, ob ich Crybabys öffnen kann. Und ich sag euch ehrlich, diese Crybaby-Ära ist einfach zu Ende. Aber ich dachte, ich sammle für euch jetzt hier mal in diesem Video alle Videos nochmal von Anfang an zusammen. Es war wirklich ein teurer Spaß, kann ich euch sagen. Und jetzt lassen wir das Ganze nochmal Revue passieren. Deswegen viel Spaß bei dem Video und vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, welcher Crybaby fandet ihr am coolsten. Schreibt es am Ende des Videos in die Kommentare unten. Und vergesst nicht, mir auch unten zu kommentieren, habt ihr damals meine Reihe gesehen und kennt ihr mich von der Crybaby-Reihe? Wieder Schlafenszeit und ich habe mir schon wieder etwas Unnötiges gekauft. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das hier darstellen soll und was es überhaupt für Figuren sind. Ihr kennt sie vielleicht? Wenn ja, dann schreibt mir mal rein, was das für einen Sinn hat. Aber vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso kaufst du das dann? Diese eine hat ein Kuhkostüm an. Und genau sie will ich haben. Ich möchte sie haben. Das ist so ein Überraschungspack und es gibt 6 verschiedene Figuren. Also ist meine Chance 1 zu 6, dass ich sie bekomme. Bitte, lieber Gott, ich hätte gerne die Kuhfigur. Okay, ich habe nicht reingeguckt. Ihr seht es zuerst. Und? Oh mein Gott, was für ein Glück kann ich haben? Hi, Lucy. Hi, willkommen in der Familie. Okay, das kann man jetzt hier so dran machen und dann ist es ein Schlüsselanhänger. Sagt, wie süß. Wie süß ist sie? Wie süß. Warte mal, es gibt sogar 24 Stück von denen. Oha, was für ein Glück. Von 24 Figuren habe ich genau die bekommen, die ich wollte. Sollen wir versuchen, den Marienkäfer zu bekommen? Bitte. Rat mal, wo ich gerade stehe. Vor dem Rossmann. No joke, Leute. Rossmann wird reich durch mich. Ich habe hier 10 Euro und wir probieren jetzt unser Glück, den Marienkäfer zu bekommen. Ich schwöre, Leute, mein Leben ist so anstrengend. Ich schwöre, der Security-Mann hat gerade auf mein Ass geschaut. Hier sind wir jetzt in der Spielzeugabteilung. Und es gibt einfach nur noch eins. Okay, Leute, das ist das Letzte, was ich bekommen habe und was da noch lag. Ich habe das Ding jetzt und jetzt fahren wir nach Hause. Nein, ich kenne keine Beauty-Bands. Ich bin das nicht. Mm-mm. Sorry, da müsst ihr euch irren. Joke! Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Hier ist übrigens mein erster. Und alle haben gesagt, es soll ein Dalmatiner sein. Und ich glaube, ihr habt recht. Aber das ist für mich trotzdem eine Kuh. Hey, es geht los. Ihr seht jetzt wieder zuerst und ich hoffe, es ist der Marienkäfer. Und? Leider nicht der Marienkäfer, sondern das Schaf. Das Schaf ist hier. Cindy. Und Isabel sammelt die alle. Und ich will, dass sie diesen Pinguin da zieht. Okay, Sinan hat mir heute 3 Packs gekauft. Und er hat ein Video gemacht und er hat gesagt, in diesem Pack ist der Pinguin drin. Ich habe schon die Kuh, die eigentlich ein Dalmatiner ist. Und ich habe auch schon das Schaf. Sinan hat gesagt, in diesem Pack ist dieser Pinguin drin. Schauen wir mal, ob das stimmt. Okay, wie immer schaut ihr zuerst. Und? Okay. Oh. Das ist leider nicht der Pinguin. Sini, du lagst falsch. Es ist das Küken geworden, beziehungsweise das Huhn. Und das Huhn heißt Nita. Das Huhn habe ich noch nicht, aber trotzdem ist es ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Übrigens, wenn ich mal eins doppelt ziehen sollte, dann verschenke ich das mit einem Make-up-Paket an jemanden von euch. Okay, wir können wieder abkreuzen. Hier ist Nita. Hier ist jemand Hopi, so wie meine Katze. Mein Gott, die Ellie ist auch süß. Welchen soll ich als nächstes ziehen? Kannst du versuchen, die Biene zu ziehen? Ich wollte eigentlich jetzt gerade duschen gehen, aber wenn du willst, dass wir die Biene ziehen, dann werden wir die Biene ziehen. Also, ich habe hier noch 2 Packs. Und bis jetzt haben wir die Kuh, Dotti, was eigentlich ein Dalmatiner ist. Dann haben wir Cindy und gestern haben wir Nita gezogen. Du willst, dass wir die Biene ziehen, Betty. Oder Beatty? Vielleicht ist sie ja in einem von den beiden drin. Und welches Pack wir ziehen, entscheidet jetzt meine Katze. Elfie, welche willst du? Okay, Elfie hat sich für das hier entschieden. Übrigens geht's ihm wieder besser. Das hier! Ich bin aufgeregt. Ich sag euch, Leute, es macht so Spaß, jeden Tag so ein Pack zu öffnen. Dini, möchtest du mit dabei sein? Also, wir probieren, diese Biene zu ziehen.
Aufreißen. Ziehen die Augen zu. Die Zuschauer dürfen zuerst sehen. Und was ist es? Ist es die Biene? Und es ist? Keine Biene, aber die Schildkröte. Die ist echt süß. Die Schildkröte heißt Tugui. Abkreuzen. Kannst du bitte versuchen, den Elefanten zu ziehen? Leute, ich stehe gerade vor der Abteilung. Und hier sind sie. Hier gibt es echt noch viele, aber alle werde ich jetzt nicht holen. Aber ich werde den hier holen. Und vielleicht ist hier der Elefant drin. Schaut mal, die gibt es übrigens auch noch in groß. Oh mein Gott, der ist süßi mit Schnulli. Ich hoffe, hier ist der Elefant drin. Okay, ich bin jetzt zu Hause und wir öffnen jetzt das Pack. Ich glaube, wir haben echt gute Chancen, dass hier der Elefant drin ist. Probier das mal zu erfühlen. Ich fühle nichts. Okay, ihr schaut wieder zuerst und dann ich. Und, ist der Elefant drin? Ah! Ich glaube, das ist wirklich der Elefant. Schauen wir nach. Okay, es ist doch nicht der Elefant. Welcher ist es dann? Lala? Soll Lala ein Bär sein? Leider ist es nicht der Elefant, aber trotzdem süß. Welchen soll ich versuchen, als nächstes zu ziehen? Kannst du bitte versuchen, den Affen zu ziehen? Glaubst du jetzt wirklich, nur weil du willst, dass wir den Affen ziehen, dass wir 25 Minuten nach Offenburg in den Müller fahren? Ja. Okay, wir sind jetzt im Müller und kaufen 3 Packs. Okay, hier sind sie. Ey, was machst du? Sinan, nein! Sinan, das ist zu viel! Alter, du bist so ein Idiot! Also ich habe probiert, ein bisschen zu erfüllen und ich nehme die 4 jetzt mit und die packen wir jetzt zu Hause aus. Ich weiß nicht, wer dieser Junge ist. Ich bin jetzt aus dem Müller draußen und werde jetzt im Auto eins ziehen. Ich kann es nicht mehr abwarten. Wo denkst du, ist der Affe drin? Okay. Nen, ihr schaut zuerst. Und das ist der Affe, oder? Es ist zwar nicht der Affe, aber ein neues. Es ist Lea. Oh mein Gott, Lea ist so süß. Welchen sollen wir versuchen, als nächstes zu ziehen? Zieh den Pinguin! Ganz ehrlich, Leute, so langsam, wir ziehen einen richtig aggro. Er will unbedingt, dass wir den Pinguin ziehen. Zum Glück habe ich noch einige Packs da. Und zu Sinan. Erinnert ihr euch, als er mein Make-up eingefroren hat? Das gibt noch Rache. Ich habe das nicht vergessen. In der Mitte bist du, jetzt habe ich eine Kiste, jetzt habe ich wieder weg und du bist weg. Wir haben übrigens mittlerweile schon echt viele. Hoffentlich ist hier jetzt endlich der Pinguin drin. Aufmachen. Okay, ich habe noch nicht geguckt. Ihr dürft natürlich wie immer zuerst schauen. Und ist es der Pinguin? Oh, den habe ich schon. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt ganz schön noch ein zweites auf. Bitte! Auf 3. 1, 2, 3. Und... Es ist einfach der Affe. Den hat sich schon letztes Mal jemand gewünscht. Der heißt Kiki. Lass unbedingt jetzt das Plus verschwinden. Kannst du versuchen, den Hasen zu ziehen? Ich sehe ein bisschen crazy aus, weil ich die coolste Gesichtsmaske ever aufhab. Aber vielleicht bringt uns die Superheldenmaske ja Glück. Und wir ziehen wirklich den Hasen. Übrigens habe ich gerade mit Absicht meine Augen zu, damit ihr die coolen Augen von hier seht. Der Hase sieht so aus und heißt Conny. Erfüllen kann ich nichts. Aber öffnen wir mal. Ihr schaut wie immer zuerst rein. Und... Oh, die Maske bringt uns kein Glück. Oh no, oh no, 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 no. Das ist Lea. Und Lea haben wir schon. Ich habe aber noch ein Pack. Dafür ziehe ich die Maske ab. Jetzt haben wir so mehr Glück. Okay, ich zeig's euch. 1, 2. Das ist Nita und den haben wir auch schon. Drückt das Plus und schreibt, welchen ich als nächstes ziehen soll. Versuch bitte mal, den Panda zu ziehen. Okay, Leute, den Panda haben wir noch gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie der aussieht, deswegen schauen wir jetzt mal. So schaut dieser Panda aus. Wir haben übrigens schon 7 Stück von 24. Ich habe 4 frische Packs. Welches sollen wir nehmen? Ich glaube, das hier ist das Beste. Let's go. Ihr dürft wie immer zuerst schauen. Ich mache meine Augen zu. Und... Das ist der Panda. Oh mein Gott. Das ist genau den, den wir ziehen wollten. Ey, das ist so cool einfach. Den haben wir noch nicht. Und wir schauen mal, wie er heißt. Der heißt Pandi. Schon ein bisschen einfallslos, oder? Der ist einfach endsüß. Wir müssen wieder abkreuzen. Haben wir? Haben wir? Haben wir?
Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir auch. Welchen sollen wir als nächstes ziehen? Mein eigener Freund schreibt mir sowas. Kannst du endlich den Pinguin ziehen? Ich bin echt enttäuscht. Ich möchte doch auch den Pinguin. Ich habe schon über 70 Euro für diese Packs ausgegeben und ich habe ihn immer noch nicht. Sini, du machst mich ein bisschen traurig. Aber weil du es bist, probieren wir es nochmal. Nehmen jetzt einfach den. Ich sage euch Leute, wenn ich den Pinguin ziehen sollte und sie dann endlich aufhört zu nerven und glücklich ist, dann kaufe ich ihm die ganz große Figur für 30 Euro. Bitte ist da der Pinguin drin. Okay, ich guck nicht. Ihr schaut zuerst. Ich traue mich gar nicht zu schauen. Den haben wir schon. Den haben wir schon. Den haben wir schon. Direkt das nächste Pack. Und? Bitte sag mir, dass er da drin ist. Oh, Dylan! Ich habe den Pinguin gezogen! Komm sofort! In meiner Story kommt jetzt Dylan seine Reaktion. Ihr seid ja schon wieder da. Wie unerwartet. Das waren jetzt die ersten Videos zu meiner Crybaby-Reihe und ich habe es euch gesagt, Leute, es werden mehrere Teile. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, das Ganze mal wieder zu sehen. Ich selber gucke mir solche Videos super gerne an, einfach um so ein bisschen Nostalgie wieder zu kriegen und ich muss sagen, ich glaube, das war 2022 oder 2021 und da waren die Zeiten einfach noch gut. Abgesehen von dieser einen Infektionswelle, die es da gab. Aber ich muss sagen, das war einer meiner besten TikTok-Jahre ever. Wirklich, es hat so viel Spaß gemacht, diese Packs zu öffnen und ich bekomme gerade irgendwie wieder Lust, welche zu öffnen. Also wenn ich mal wieder in Zukunft sowas machen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis dahin fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig. Und bis dann, tschüss!